Schock von der Hess AG. Erst stand der Vorwurf der Bilanzmanipulation im Raum. Jetzt haben die Banken auch noch die Kreditlinien eingefroren. Und darüber spreche ich jetzt mit Alexander Langhorst, Geschäftsführer bei GSC Research. Herr Langhorst, bei der Hess AG kommt es richtig dicke. Erst die Vorwürfe der Bilanzfälschung. Ich habe es gerade schon angesprochen. Jetzt frieren die Banken auch noch die Kreditlinien ein. Warum hauen die Banken jetzt auch noch auf Hess rauf? Ja, grüße Sie, Frau Oldersdorf. Ja, der Hintergrund ist, es ist ja heutzutage üblich, dass man im Rahmen von Kreditverträgen sogenannte Covenants vereinbart. Das heißt also, es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, die meistens sich darin bestehen, dass man eben eine gewisse Eigenkapitalquote oder einen gewissen Verschuldungsgrad nicht übersteigen darf. Und vermutlich haben jetzt eben diese Vorwürfe, Stichwort Bilanzmanipulation, die Sie ja einleitend schon anführten, dazu geführt, dass eben jetzt auch die Banken entsprechend unruhig geworden sind und eben gesagt haben, okay, solange jetzt keine näheren Informationen darüber vorliegen, in welchem Umfang es eben zu diesen möglicherweise Bilanzmanipulationen gekommen ist, sehen wir uns eben aus Sicherheitsgründen, um unser Geld auch wieder zu sehen, gezwungen, da eben die Kreditlinien einzufrieren. Es ist in den Kreditverträgen, das konnte man aus dem Verkaufsprospekt der Hess AG entnehmen, sind eben solche Covenants vereinbart. Und wenn diese Covenants nicht eingehalten werden, würde das die Bank auch jeweils berechtigen, eben die Kreditverträge zu kündigen. Also insofern ist das Einfrieren jetzt sozusagen der, sagen wir mal, noch etwas vorsichtigere Schritt, weil man gesagt hat, okay, es ist jetzt im Moment noch unklar, in welchen Größenordnungen wir uns da bewegen, also friert man es ein und wartet halt eben auf die Erkenntnisse, die uns ja alle interessieren. Und jetzt hat die Hess AG natürlich einen Liquiditätsbedarf, die Tochterunternehmen vor allem. Wie hoch ist denn die Gefahr, dass die Hess AG Insolvenz anmelden muss? Ja, also nochmal, der Vorstand hat ja in einer regionalen Zeitung schon erklärt, dass man eben das Thema Zahlungsfähigkeit sehr genau im Auge behalten muss. Das wird auch so sein. Das ist jetzt immer schwierig als Außenstehender das einzuschätzen, wenn man aber eben schon davon spricht, dass es gewisse Zahlungsschwierigkeiten gibt und der Presse war da auch zu entnehmen, dass da offensichtlich auch Stichwort Gehaltszahlungen offensichtlich von betroffen sind, ist das natürlich immer ein sehr großer Alarm, ein sehr großes Alarmzeichen, dass man eben doch wirklich damit rechnen muss, dass es da offensichtlich ein erhebliches Problem gibt. Man befindet sich aber, so war auch heute der Presse zu entnehmen, da in Gesprächen mit den Banken und auch möglicherweise mit Anteilseignern, um da eine Lösung herbeizuführen. Da muss man jetzt aber eben abwarten, welches Ergebnis rauskommt. Aber es ist, denke ich, schon so, dass die Lage da sehr schwierig ist. Der Börsengang ist ja noch gar nicht so lange her. Was raten Sie denn jetzt den Anlegern? Sollten Sie so schnell wie möglich raus aus der Aktie, um die Verluste zu minimieren? Ja, wir hatten ja schon mehrfach über die Firma gesprochen, hatte ich immer schon gesagt, einsteigen sowieso nicht. Und ich denke auch nach wie vor, angesichts der vollkommen unklaren Gemengelage, sollte man da immer noch tendenziell eher hingehen und sagen, lieber ein Ende mit Schrecken und dann im Zweifel realisieren, als dass man weiter mitspielt. Es kann sich durchaus alles noch zum Guten wenden, das will ich nicht ausschließen, aber es wird sicherlich die nächsten Wochen und Monate sehr unruhig bleiben, bis dann endlich mal geklärt ist, welche Größenordnung jetzt eben diese vermutlichen Bilanzthemen dort erreichen und was das dann wirklich für Folgewirkungen auch hat. Alexander Langhorst, Dankeschön für die Einschätzung. Viele Grüße nach Düsseldorf. Bitte wiederhören.